Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schiebrunner Podcast. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich mit dir über Prioritäten, wie du Prioritäten richtig setzt und was dich davon abhält, Prioritäten überhaupt erst zu setzen. Außerdem erfährst du, warum es den meisten so schwer fällt, ihre Aufgaben zu priorisieren, warum die falschen Prioritäten dich davon abhalten, dein Umsatzziel oder überhaupt deine Ziele zu erreichen und wie ich vorgegangen bin, um meinen Flow zu finden. Also hör rein und hol dir wieder sofort umsetzbare Tipps, die dich weiterbringen. Ich bin Tanja Lenke. In nur wenigen Jahren habe ich mir ein Online-Business mit einer super treuen Community und mehrfach sechsstelligen Jahresumsätzen aufgebaut. In diesem Podcast profitierst du von meinen Learnings und von denen meiner Gäste. Ich gebe dir Einblicke hinter die Kulissen und in meine Essentials-Methode. Du erfährst, wie du zur wahren Unternehmerin wirst und dir ein profitables Business aufbaust. Dadurch kannst du einen Beitrag leisten, Großes bewirken und die Welt zum Guten verändern. Viel Spaß beim Hören und danke, dass du diese Podcast-Folge mit deinen Business-Freundinnen teilst. Mach auch du dein Business leicht und sexy und vergrößere noch heute deinen Impact. Ich stecke hier gerade mitten im Umzug. Ich löse meine Wohnung hier in Berlin nun final auf und packe meine 7 Sachen zusammen und fahre in der nächsten Woche bzw. diese Woche mit dem Auto wieder runter nach Spanien und nehme den letzten Rest mit. Und irgendwie war in den letzten 2 Wochen ein bisschen Chaos hier und nicht alles verlief nach Plan und ich musste immer wieder neu priorisieren. Und deswegen dachte ich, na, ich kann doch mal eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufnehmen, weil ich auch immer wieder gefragt werde, hey Tanja, was sind denn meine Prioritäten? Kannst du mir helfen, den richtigen Fokus zu setzen? Wie machst du das? Und deswegen dachte ich, kann ich dir heute einfach mal einen Einblick geben. Denn natürlich verläuft nicht immer alles nach Plan, aber wir haben die Möglichkeit, wirklich so gut wie möglich uns darauf vorzubereiten, dass wir unsere Ziele auch erreichen und dass wir die Dinge schaffen, die wir uns vornehmen. Ja, und wie ich eben schon gesagt habe, manchmal kommt etwas dazwischen und da müssen wir natürlich auch wieder schauen, ist das jetzt wirklich wichtig? Hat das jetzt meine Priorität oder bekommt das jetzt meine Priorität und muss etwas anderes dafür warten? Oder ist es vielleicht etwas, wo du dich ablenken lässt, was ja auch ganz gerne passiert und du dann wieder merkst, Mist, ich habe meine Aufgaben nicht erreicht. Ich habe schon wieder nicht die Dinge erreicht, die ich eigentlich erreichen wollte. Und so dieses, ich habe keine Zeit, das höre ich total oft. Und wenn du denkst, du hast keine Zeit, dann hast du auch keine Zeit. Ja, wenn du immer wieder denkst oder wenn du dir immer wieder selber sagst, ich habe keine Zeit und das schaffe ich nicht, ich schaffe nicht, was ich mir vornehme, dann wird das immer wieder so sein. Und wichtig ist, dass du aufhörst, also dass du erstmal erkennst, dass du dich vielleicht auch an der Stelle selbst sabotierst und dass du einmal schaust, was kannst du anders machen, wie kannst du anders vorgehen, was kannst du in deinem Alltag verändern, um deinen Zielen eben ein Stück näher zu kommen. Denn wir alle haben so viele Dinge auf unserer Liste, wir haben alle so viel zu tun, wir alle haben viel mehr als auf dem Tisch, als wir jemals schaffen können. Und nicht nur unsere To-Do-Liste ist lang, sondern auch die Ideenliste. Also du hast wahrscheinlich auch eine ellenlange To-Do-Liste. Und das ist total normal. Und ich weiß, das kann ganz schön frustrierend sein, besonders dann, ne, wenn du für dein Thema brennst, wenn du was bewegen willst und wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht so schnell weiter, wie du dir das vorstellst und dich dann eben auch ausgebremst fühlst und ja, das Gefühl hast, Mensch, irgendwie geht es alles nicht so schnell, wie du dir das wünschst oder es ist nicht so gut, wie du dir das vorstellst. Und dann, ja, sind wir halt nicht zufrieden, wir fühlen uns gestresst und wir werden am Ende einfach unseren eigenen Ansprüchen nicht gerecht und das frustriert eben noch mehr. Und
Dir geht es nicht alleine so, das ist wichtig, ne? Das ist mir eine ganz, ganz wichtige Message heute für diese Podcast-Folge. Und ich hatte in den letzten 2 Wochen auch ganz schön damit zu kämpfen, weil ich immer wieder gedacht habe, so shit, ich habe so viele Sachen, die ich eigentlich noch erledigen wollte, wo ich gedacht habe, naja, komm, nebenbei kannst du dir noch mal irgendwie 2 Stunden für so eine strategische Aufgabe, an der ich gerade arbeite, Zeit nehmen, und ich müsste noch eine längere E-Mail-Serie einmal durchgehen. Und natürlich könnte ich die lesen, aber ich musste mich irgendwie da reindenken, und ich hatte in den letzten 2 Wochen einfach keine Zeit, mich da reinzudenken. Und das ist okay. Es nervt, aber es ist okay. Und das passiert. Und das ist das, was ich dir heute auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte. Ne? Es ist nichts falsch mit dir. Und es ist total normal, dass deine To-Do-Liste super lang ist, viel länger, als du Zeit hast und wahrscheinlich auch das Gefühl hast, Mensch, irgendwie nervt das, dass ich nicht weiterkomme und dass ich irgendwie das Gefühl habe, nichts zu schaffen und meine Ziele nicht zu erreichen oder denen nicht näher zu kommen. Und das Wichtige ist wirklich immer wieder auch die richtigen Dinge zu tun und diesen Weg, diese Reise, auf der wir uns alle befinden, zu genießen und nicht nur immer auf irgendwelche Ziele hinzuarbeiten. Natürlich ist das wichtig, aber wir werden niemals an einem Ziel ankommen, sondern es geht immer weiter. Und das, was wirklich wichtig ist, ist am Ende diese Reise zu genießen, diesen Weg zu genießen. Denn dieser Weg zum Ziel, da lernen wir extrem viel. Ja, das ist da, woran wir wachsen, wo wir uns weiterentwickeln, wo wir mit Menschen zusammenarbeiten, Menschen treffen, wo wir unser Netzwerk erweitern, wo wir unsere Produkte entwickeln. Also all diese Dinge entwickeln sich weiter, und ein Business ist ein Prozess, und Ziele sind gut und wichtig. Und wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass Ziele extrem wichtig sind. Aber es geht nicht darum, das eine Ziel zu erreichen, ne, sondern wirklich diesen Weg auch zu genießen. Denn wenn du am Ziel ankommst, wird es weitergehen. Dann kommt das nächste Ziel. Also es endet nicht, ne? Es ist ein Prozess. Und manchmal muss man auch einfach mal einen Schritt zurückgehen, um wieder klar zu sehen, um auch wieder nach vorne zu kommen. Und das passiert oft, wenn du an so einer Wachstumsgrenze angekommen bist. Also wenn zum Beispiel dein Umsatz nicht weiter wächst oder du absolut keine Zeit hast, noch mehr zu machen. Und was können wir in einer solchen Situation tun? Genau das möchte ich heute mit dir besprechen. Ich möchte dir einmal zeigen, wie du deine Prioritäten richtig setzt, wie du so diese Überforderung loslässt, wie du es schaffst, dass du dich nicht mehr so überwältigt fühlst und wieder das Gefühl hast, die Sachen im Griff zu haben und nicht mehr allen Dingen hinterher zu rennen. Ja, denn ganz oft ist es eben auch so, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die uns nicht weiterbringen, wo wir denken, naja, das haben wir schon immer gemacht und das sollte ich auch machen und das ist wichtig. Aber oft sind es auch Dinge, wie ich aus meiner Arbeit weiß, die uns beschäftigen, aber nicht weiterbringen. Deswegen möchte ich dir an der Stelle nochmal so ein paar Schritte mit auf den Weg geben. Insgesamt sind es 5 Schritte, die dir dabei helfen, auch die richtigen Prioritäten zu setzen. Und der erste Schritt ist, liste all deine To-Dos schriftlich auf. Und der Fokus liegt hier wirklich auf schriftlich. Und am besten nutzt du auch ein Tool wie Notion, Asana oder Trello, also irgendein Tool, dann kannst du die Aufgaben nämlich leichter verschieben und priorisieren, als wenn du sie einfach auf ein Blatt Papier schreibst. Und wenn du größere Aufgaben hast, dann unterteile diese komplexen Aufgaben in kleinere Teilaufgaben, um sie zu priorisieren. Also brich sie wirklich in Teilaufgaben herunter. So, und das gibt dir einmal so diesen Überblick und holt alles aus deinem Kopf raus. Im zweiten Schritt definierst du dann, welche Aufgaben wirklich wichtig sind. Und wir neigen oft dazu, weniger dringende Aufgaben zu priorisieren. Und das hat unterschiedliche Gründe. Meist sind diese Aufgaben eben leichter zu erledigen. Die liegen eher in unserer Komfortzone und wir haben das Gefühl, naja, okay, damit kann ich mich schon beschäftigen. So, aber das sind eben nicht unbedingt die Dinge, die uns weiterbringen oder die uns dann eben auch den Umsatz bringen, den wir brauchen, um unsere Kosten zu decken, um selbst Geld zu verdienen, um weiterzuwachsen. Und die Frage ist immer, welche Aufgaben zahlen wirklich auf deine größeren beruflichen oder auch privaten Ziele ein? Also was sind so deine 3-Jahres-Ziele? Wo willst du heute in 3 Jahren stehen? Wo willst du heute in 1 Jahr stehen?
Und wo willst du heute in 3 Monaten stehen? Also was sind deine Quartalsziele? Und dann kannst du eben auch deine Aufgaben leichter priorisieren. So. Und dann gibt es so 4 Kategorien. Das ist einmal Do, Delegate, Defer und Delete. Do sind Aufgaben, die wirklich nur du erledigen kannst. Ja, Aufgaben, die wirklich deine Expertise erfordern. Ja, das kannst wirklich nur du machen, nicht in deinem Unternehmen, also nicht, weil du die Einzige bist, sondern weil du die Einzige bist, die diese Expertise hat und es auch keine virtuelle Assistenz, keine externen Experten oder sowas gibt, die diese Expertise haben. So, das sind Aufgaben, die du erledigen musst. Delegate sind Aufgaben, die nicht deine Kernexpertise sind. Also die Aufgaben könntest du an jemand anderen delegieren und dafür eben Geld bezahlen. Dann haben wir Defer, das sind Aufgaben, die du verschieben kannst, die nicht unbedingt jetzt dran sind, die nicht unbedingt wichtig sind. Das können aber auch Aufgaben sein, die du wirklich schon eine Weile machst, wo du sagst, Mensch, ja, da habe ich so eine Routine drin, aber irgendwie merkst du, okay, wenn das jetzt 1 oder 2 oder 3 Wochen mal nicht gemacht wird, dann passiert auch nichts. So, das heißt, ne, das sind Aufgaben, die du verschieben kannst. Und dann haben wir Delete, das sind Aufgaben, die du streichen kannst. Das sind Aufgaben, die keine oder eine geringe Auswirkung haben auf deine Ziele, wenn du diese Aufgabe eben nicht erledigst. So, und ganz oft beschäftigen wir uns eben auch mit Aufgaben, die uns nicht weiterbringen. Schritt Nummer 3, plane deine Aufgaben und Termine mit Zeitblöcken im Kalender. Und zwar deine beruflichen und deine privaten Aufgaben und Termine. Und das machst du Woche für Woche. Für mich war das ein riesengroßer Gamechanger. In meinem Kalender steht wirklich alles drin. Und so erkennst du wirklich total leicht, ob du noch freie Kapazitäten hast. Also du siehst es eigentlich auf einen Blick. Und in meinem Kalender steht zum Beispiel dann auch meine Mittagspause, mein Sport steht im Kalender, sodass ich wirklich weiß, ob ich überhaupt noch Kapazitäten habe, eine bestimmte Aufgabe umzusetzen oder ob ich noch eine Lücke für einen Kalender habe, ob ich noch eine Lücke für einen Termin in meinem Kalender habe oder ob ich Zeit für einen Plausch mit der Nachbarin habe oder eben nicht, weil mich das dann einfach wieder mehr Zeit kostet oder mich davon abhält, einfach meine Aufgaben zu erledigen. Und was nicht im Kalender steht, das findet nicht statt. Und versuch dich da wirklich jeden Sonntag oder jeden Montag hinzusetzen, bevor deine Woche startet, um dir einen Überblick zu verschaffen, was ansteht. Und dann wirst du wirklich sehr leicht erkennen, wofür du noch Kapazitäten hast und wofür nicht. Ich habe dazu auch eine Masterclass gegeben vor ein paar Wochen. Ich verlinke dir die in den Shownotes, falls du dir die holen möchtest. Schritt Nummer 4 ist, halte dich an deinen Zeitplan. Das ist nicht immer einfach, aber übe dich darin. Wenn du keine Lust oder Energie hast auf eine Aufgabe oder für eine Aufgabe, dann frag dich warum. Also reflektiere und finde wirklich heraus, was dich davon abhält, bestimmte Dinge nicht zu tun und andere Dinge zu tun. Und wahrscheinlich sind das Dinge, die innerhalb deiner Komfortzone liegen, die dir leicht fallen, wo du einfach ganz viel Klarheit hast, was zu tun ist. Und diejenigen Aufgaben, die du vor dir herschiebst, sind oft Aufgaben, wo du nicht genau weißt, wie du sie angehst, wo du vielleicht Unterstützung brauchst, die du vielleicht noch nicht gemacht hast. Also, ne, das sind ganz oft Aufgaben, die außerhalb unserer Komfortzone sind oder eben auch Aufgaben, auf die wir halt absolut keine Lust haben, ne, weil wir denken, oh nee, das dauert viel zu lange, da bin ich nicht gut drin, da habe ich überhaupt keine Lust auf diese Aufgabe. Und wenn du wirklich reflektierst, dann kannst du herausfinden, was dich davon abhält, deinen Zeitplan einzuhalten, um so eben immer wieder besser zu werden, um deine Woche einfach immer besser zu planen, damit du genau weißt, was du schaffen kannst und was du nicht schaffen kannst. Ne? In einer Woche natürlich, in der alles in Anführungszeichen normal verläuft. Und nur so kannst du es eben auch schaffen, einen Zeitplan zu entwickeln, der genau zu dir passt. Ja, das ist total wichtig. Ich mache zum Beispiel meine Termine am Vormittag und strategische Aufgaben, die mache ich am Nachmittag oder am Abend, weil das für mich einfach viel besser funktioniert als morgen früh. Also morgen früh habe ich einfach für strategische Aufgaben keine Energie. Irgendwie passt das nicht rein. Und deswegen habe ich das für mich so gemacht, dass morgen früh meine Termine stattfinden und so bis 12, 13 Uhr und ich danach dann
keine Termine habe. Natürlich habe ich auch ab und zu noch mal einen Termin am Nachmittag, aber ich versuche mir die Nachmittage, also alles, was nach meiner Mittagspause ist, komplett frei zu halten, um mich dann auf Dinge zu konzentrieren, die mich und mein Business eben auch weiterbringen. Und das hat lange gedauert. Also ich habe wirklich auch viel reflektiert und viel überlegt und wirklich geschaut, wie sieht so meine ideale Woche aus, wie sieht mein idealer Zeitplan aus, und das ist eigentlich so das, was für mich einfach am allerbesten funktioniert hat. Also nimm dir jede Woche auch so 15 Minuten Zeit, um wirklich mal zu reflektieren, was gut lief, was nicht so gut lief und was sich davon abgehalten hat, deinen Zeitplan einzuhalten, welche Aufgaben du geschoben hast und welche Aufgaben du gemacht hast. Und was für mich auch noch total wichtig war, nochmal zu schauen, wie viel Zeit gebe ich mir für eine bestimmte Aufgabe, also Zeitblöcke mir zu setzen, damit ich eben nicht prokrastiniere, damit ich nicht im Perfektionismus stecken bleibe, sondern diese Dinge auch wirklich zeitnah umsetze und nicht so lange daran rumfeile, bis sie in meinen Augen eben auch gut genug sind. So, und der fünfte und letzte Schritt, den ich heute mit dir teilen möchte, ist: Delegiere Aufgaben, die nicht unbedingt von dir erledigt werden müssen. Und viele sagen, ja, aber ich habe ja noch kein Geld oder ich verdiene noch nicht genug Geld oder noch gar kein Geld. Ich kann mir nicht leisten, jemanden einzustellen oder mit jemandem zu arbeiten. Und wichtig ist wirklich, und das ist meine Erfahrung, fang so früh an. Je früher, desto besser. Gib Aufgaben ab, die dir nicht das einbringen, was du verdienen möchtest. Das heißt, wenn du deine Zeit mit 30 Euro Aufgaben verbringst, wie zum Beispiel das Erstellen von irgendwelchen Canva-Grafiken oder das Einplanen von Beiträgen, dann kannst du nicht erwarten, mit deinem Business 100.000 Euro Umsatz und mehr zu machen. Ja, das heißt, die Aufgaben oder die Rolle, die du in deinem Business einnimmst, die entscheidet am Ende darüber, wie viel Umsatz du machst. Und um 100.000 Euro zu verdienen, musst du dich eben auch mit Aufgaben beschäftigen, die dir diesen Umsatz auch einbringen können. Deswegen ist es ganz wichtig, nicht alle kleinteiligen Aufgaben selbst zu erledigen, denn die kosten deine Zeit. Und wenn du nur wenig Zeit zur Verfügung hast, dann ist es total wichtig, also insgesamt, aber wenn du, ne, je weniger Zeit du zur Verfügung hast, desto wichtiger ist es eigentlich, dich wirklich auf die richtigen Aufgaben zu konzentrieren, und zwar die, die dir Umsatz bringen und die dich deinen Zielen näher bringen, also deinen Zielen in 3 Jahren, in einem Jahr beziehungsweise in 3 Monaten. So, und das ist extrem wichtig, und du kannst nie früh genug anfangen, deine Aufgaben wirklich zu delegieren, ne? Denn es kostet dich am Ende Zeit, deine Webseite selber zu bauen. Natürlich gibst du jemand anderem Geld dafür, aber dafür hast du die Möglichkeit, diese Zeit, die du nicht in den Aufbau deiner Webseite zum Beispiel oder in den Bau von irgendwelchen Landing- oder Sales-Pages investierst, dass du die eben in Aufgaben investieren kannst, die dir Geld bringen, ja. Und dieses Mindset, diese unternehmerische Denkweise ist extrem wichtig, wenn du mit deinem Business mehr Geld verdienen möchtest und vor allem auch, wenn du natürlich Wachstumsgrenzen überwinden möchtest. Klar, das geht nicht immer sofort und man ist auch nicht immer sofort bereit, diese Dinge zu tun und Aufgaben zu delegieren, aber es ist etwas, was dir wirklich dabei hilft, mit deinem Business weiterzukommen und deine Ziele zu erreichen. So, also insgesamt nochmal, deine Planung ist nicht immer zu 100% perfekt. Das ist okay und auch total normal. Nimm dir wirklich Zeit, um zu reflektieren, was dich davon abhält, deine Planung auch einzuhalten. Welche Aufgaben schiebst du auf? Klingelt die Nachbarin und will einen Kaffee mit dir trinken und du sagst dann, ja, überhaupt gar kein Problem, oder kommen ständig irgendwelche Telefonate oder irgendwelche Notifications rein, die dich ablenken. Also versuche wirklich, diese externen Störfaktoren zu eliminieren. Verteidige deine Zeit.
Und das ist wichtig, wenn du deine Ziele auch wirklich erreichen willst. Und durch Reflexion wirst du herausfinden, was dich davon abhält. Und selbstverständlich, ne, gibt es immer wieder Dinge, die dazwischen kommen, die deine Aufmerksamkeit brauchen, wie zum Beispiel irgendwie ein ungeplanter Arztbesuch mit deinem Kind oder ja, wenn man doch krank wird oder irgendetwas. Das bekommt dann automatisch Priorität, weil es einfach wichtiger ist als dein Business. Aber viele Störfaktoren, wie zum Beispiel den Plausch mit der Nachbarin oder irgendwelche Notifications auf deinem Handy, die kannst du unterbinden und dadurch eben auch deinen Fokus mehr auf deinen Aufgaben halten. Also wichtig, behalte deine Kontrolle über deine Arbeitszeit und finde wirklich heraus, wie dein idealer Zeitplan aussieht. Wenn du dazu Fragen hast, wenn irgendetwas unklar ist, wenn du irgendwo noch tiefer einsteigen möchtest, schreib mir gerne via Social Media, via LinkedIn, via Instagram oder schreib mir eine E-Mail an podcast@chipreneur.de. Lass mich wissen, was deine Frage ist und ich greife sie in einer der nächsten Podcast-Folgen auf. Und genau, wenn du dabei Unterstützung brauchst, den richtigen Fokus zu finden, die richtigen Prioritäten zu setzen, dann melde dich gern für ein unverbindliches Erstgespräch bei mir an. In unserem neuen Programm Grow Your Impact helfen wir dabei, dir deinen Fokus zu finden und deinen Fokus auch zu halten. Das Programm ist für diejenigen, die schon mit ihrem Business fortgeschrittener sind und die lernen wollen, wie sie unternehmerischer denken und handeln. Also wenn das für dich nach einem Programm klingt, das zu dir passen könnte, dann melde dich super gerne und wir sprechen ganz unverbindlich und ich sage dir, ob ich dir helfen kann und ob du reinpasst. Und ja, nimm dir Zeit, plane deine Woche, block dir dafür eine Viertelstunde oder auch eine halbe Stunde in deinem Kalender und starte die nächste Woche mit den richtigen Prioritäten. Schön, dass du mit dabei warst und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss. Schön, dass du heute dabei warst. Wenn du Feedback zu dieser Folge hast, schreib mir gerne an podcast@chipreneur.de. Und hör auch beim nächsten Mal wieder rein und frag dich bis dahin jeden Tag, welchen einen mutigen Schritt kann ich heute tun, um mein Business leicht und sexy zu machen. Also, bleib dran, denke groß und bring deinen Impact in die Welt.